Und herzlich willkommen zur zweiten Folge Minecraft Tipps und Tricks in Bad Wars. Und ja, wenden wir erstmal sofort den Tipp aus der letzten Folge an und bauen und holen uns erstmal beim Shop Sandsteine. Und ja, jetzt kommt auch schon der zweite Trick, und zwar, ihr könnt auf jeder Map gibt es mindestens einen Spot, der richtig gut zum Bauen wäre. Und zwar der hier wäre somit einer der schlechtesten auf dieser Map, weil der Gegner hier sofort beim Bett ist, wenn er den Weg zurückläuft. Und zwar wäre das hier der beste, weil der Weg am längsten zum Bett ist. Und dann bauen wir mal von hier. Und somit könnt ihr die Gegner dann immer wieder runterschlagen, falls sie zum Bett laufen wollen. Und baut niemals direkt vom Bett aus. Das wäre nämlich somit das Dümmste, was man machen kann. Dann kommt der Gegner direkt aufs Bett, wenn er vom Weg runterkommt. Auf jeden Fall ist er sofort beim Bett, wenn er auf eurem Weg ist praktisch. Und so muss er erst noch Kurven laufen, da hat man hier noch Chancen, ihn runterzuschlagen und woanders nicht. Unsere Gegner sind gut und machen einen One-Stack-Way. Wir haben Rainys im Team, deswegen müssen wir schnell unten durchziehen. Ansonsten haben wir gar keine Chance, diese Runde zu gewinnen. Naja. Ich hoffe, die suiciden mich jetzt nicht. Darauf hätte ich nämlich gar keinen Bock. So. Und da sind wir auch schon bei deren Base. So. Und haben wir sie trotz OP-Weg gefickt, würde ich mal sagen. Was hat denen jetzt der OP-Weg gebracht? Richtig gar nichts. Also Leute, auch nicht immer ist ein OP-Weg das Gelbe vom Ei. Wenn man nämlich halbwegs gute Gegner hat, ziehen die ganz schnell unten durch. Aber naja. Hoffen wir mal, dass die jetzt in ihrer Base stayen. Dann komme ich nämlich jetzt mit dem Bow und spam die ein bisschen. So, und zack, lebt auch nur noch einer. Hat einer unserer Randys sogar zwei richtig gut geholt. Wahrscheinlich lebt jetzt ausgerechnet noch der Bow. Nee, der Randy von denen lebt noch. Also seht ihr Leute, die haben auch von außen gebaut. Allerdings habe ich jetzt direkt am Bett gezogen, halt wenn sowas passiert. Bist dann halt trotzdem immer richtig im Arsch, wenn du das dann irgendwie nicht noch gut packt bekommst. Ja. Und dann haben wir auch schon die Runde gewonnen. Und es ist auf jeden Fall ein Trick wert, das von außen zu bauen und nie direkt vom Bett, weil man so immer noch Chancen hat, den Gegner runterzuschlagen vom Weg. Und ja. Ich hoffe, dieser Tipp hat euch auch geholfen. Bis zum nächsten Mal und tschö. Mädel.